Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills zusammen mit Nelinor und Nupanter. Bin ich jetzt auf YouTube? Ja, und ich muss mal nachkonfigurieren. Gefiel mir noch hier nicht. Ist er nicht auf YouTube. Ah. Ist das Rad jetzt nach meinem Geschmack? Ich weiß ja nicht. Ja, es muss viereckig sein. Ist spriteffizienter, die Mythbusters haben bewiesen. Genau. Jo, jetzt hab ich richtiges Schaufelprofil da drauf. Das ist lang, 3 Jahre. So, und zack, wird die Nacht überspult. Dann. Ich wollte doch nicht schlafen. Ich wollte doch nicht müde. Herr Nulinor. Nulinor. Ja. Ich würde sagen, es ist Zeit für dich, wenn du magst, dass du nochmal die BGA vollschaufelst. Das geht ja recht schnell, ne? Und tingelingeling ich da mal hin. Und dann könntest du dir dein blaues Ungetüm schnappen und uns bei der Bearbeitung der Felder helfen. Das war so in der Planung vorgesehen. Ich weiß doch, dass ich mit Profis arbeite. Ich freue mich auch schon extrem auf den 8R, muss ich sagen. Weil gerade das Licht, was man so gesehen hat auf der Farmcon schon, ne? Das war halt schon gut gemacht, dieses ausmodellierte Licht. Oh, ich bin voll Idiot. Was hast du getan? Herr Nupanter. Vielleicht, eventuell. Nein, theoretisch habe ich gerade Cola über meine Tastatur gekippt. Nein. War aber nicht viel. Nur so ein kleiner Spritzer. Du hast doch auch wieder in so eine mega teure Tastatur bestimmt, ne? Ja, eine Corsair K95 Platinum für 200 Euro. Nubi, soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe eines wunderbaren Sonntagmorgens mir eine. Weißt du, was scheiß drauf? Mir eine. Aber hier, Pulli. Pulli geht schon. Ich habe eines wunderschönen Sonntagmorgens mir mal eine Schokomilch zubereitet. Also Kaba in Milch geklatscht. Wir könnten, glaube ich, aufhören zu spulen, oder? Ja. Und habe diese elegant über die obere linke Ecke meiner Tastatur verfrachtet. Die BGA scheint nicht gefüttert zu haben, weil der Bunker ist voll. Boah, ich habe so viel drin, dass das Ding einfach nicht mehr anzeigen kann. Oder das Ding füttert einfach nicht mehr, weil der Gärrestebehälter voll ist. Könnte möglich sein. Jetzt, wo du so erwähnst, macht das Sinn. Seems legit, ne? nee, was soll ich? Ach ja. Sorry, bro. Seitdem klemmt meine Tab-Tasche sich des Öfteren mal nach Durchdrückung fest. Ja. Was, soll ich dazu was sagen? Ja, gerne. Soll ich mal einen Kommentar? Ich wollte ja bei meiner mal, bei mir kann ich alle Tasten rausnehmen, irgendwann mal die ganzen Tasten losmachen und dann mal die Tasten einmal in eine Spülmaschine tun. Das soll wohl ganz gut funktionieren. Dann kann man nämlich auch da drunter mal vernünftig sauber machen, weil das ist doch schon so, dass man wegen der RGB-Beleuchtung gerade bei so bestimmten Farben sieht man halt schon, dass da Staub drunter ist und das stört mich halt mittlerweile ein bisschen. Es geht, aber es ist ja eigentlich recht einfach zu beheben, deshalb wollte ich das eigentlich schon unbedingt mal seit langem mal gemacht haben. Ich wollte seit langem mal einen Rechner mal aufsetzen. Habe ich auch seit über einem Jahr offen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Mach's wahrscheinlich zum LS19. Na, ich habe ja mittlerweile ehrlich gesagt die Technik Never Change a Running System. Also solange ich keine wirklich massiven Probleme habe, läuft die Kiste. Da wird nichts neu aufgesetzt. Das ist geht nicht. Ja, ich gedenke halt einfach mal alle unnötigen Dateien quasi vernichten, sowie Spielstände von alten Spielen, beziehungsweise diese, auch wenn sie nicht oft gespielt werden, selbst zu entfernen. Apropos, da habe ich mal einen ganz guten Spruch gelesen. Wenn eine Frau vom Kleiderschrank steht und nicht weiß, was sie anziehen soll, der Durchschnittsmensch wird es nicht verstehen, wie es sich anfühlt. Ein Gamer schon, denn er besitzt eine Steam-Bibliothek. Das stimmt allerdings. Ja, gut. Ja. Es ist so. Ist ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber. Weit hergeholt. Wobei, ich hab halt eine dicke Steam-Bibliothek mit, ich weiß nicht, wie viel Spielen. Und ich spiele dieselben 3 oder 4.
Also maximal. Eigentlich spiele ich nur LS. Wo muss man denn jetzt überhaupt alles grubbern? Alles, was gewachsen ist. Alles, was, ja, eigentlich alles, weil wir wollten die Sachen, die vom Spiel quasi vorgegeben waren, auch grubbern. Achso, wir haben alle Felder. Ja, ja, sicherlich. Oh! Oh. Wir wollten die krasseste Erntesaison dieses Spielstandes feiern. Ich dachte mir schon, sag mal, seit wann gehört uns denn das eine Feld hinten an der BGA? Vor allen Dingen, warum ist jedes Feld grün markiert? Das kann doch gar nicht sein. Lass mich. Ich bin auch durch, trotzdem. Ich hatte Frauenbesuch, also lass mich. Oho. Oho. Wer hat dir denn den Kopf verdreht? Mir hat gar keiner den Kopf verdreht, außer meiner Cousine. Ach so. Ach so, so einer bist du, aha. Ich dachte jetzt, hat Lena eine Lena gefunden oder so? Nee. Lena hat sich selbst gefunden. Oh nein. Nee, es dafür musst du schon ein Jahr nach Australien, ne? Nee, was war die? Ach ja. Kopf verdreht im Sinne von, sie hat meinen Kopf genommen und mal dran gedreht. Aua. Das ist auch immer gut. Habe ich Donnerstag auf Freitag aufprobiert. Seitdem kann ich nicht mehr nach rechts und nach oben gucken. Muss ja auch nur geradeaus gucken. Und nach unten, weil da liegen Dinge, an denen man sich die Füße stoßen kann. Versuch mal einen Schulterblick zu machen, wenn du rechts abbiegen musst. Dann bieg nicht rechts ab. Ich muss leider ziemlich oft rechts abbiegen. Alter. Also mit einer 800er hier durch die Straßen ziehen, ist schon eng. Ja. Und du wolltest doch die Breite kaufen, oder? Ja. Wäre auch geiler gewesen. Ja, wäre aber auch ein bisschen komplizierter gewesen. Wäre aber auch breiter gewesen. Das ist quasi wie ein Porsche fahren und dann auch ein Raumbild draufbauen. Ja. Das ist halt... Ist immer das Problem, wenn es tief und hart sein muss, ne? Ja. Und breit. Aber ich glaube, ich habe noch nie, gut, das ist jetzt natürlich auch, letzten Endes haben wir das hier gescheatet, klar, aber wir wollen jetzt einfach nochmal mit euch zusammen den letzten Monat LS17 so richtig mit den dicken Sachen auskosten. Gut, wir haben in den ersten 3-4 Monaten den LS17 wirklich richtig, richtig ausgelastet. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile quasi alles mal gehabt vom Fuhrpark her, aber ich dachte einfach, es wäre mal cool, am Ende nochmal, ich sag mal, nicht die Sachen zu zeigen, die wir jetzt schon seit 100 Folgen oder so haben, sondern einfach nochmal so einen richtigen Schritt nach oben und nochmal Gas geben. Das war jetzt meine Intention hinter der Geschichte, dass wir jetzt so uns hier nochmal gesteigert haben, was den Fuhrpark angeht. Oh, hier ist das Map-Ende aber auch richtig schön gemacht. Hier ist nochmal ein Kuhgehege. Mhm. Wusste David, ich gar nicht. Einfach mal so eine Alu-Schaufel nehmen, so eine richtig schön breite, sich vor den Kuhfladen stellen und einmal richtig auf die Kacke hauen. Ja, genau. Einfach mal auf die Kacke hauen. Nils? Ja? Ich hab dir ja letztens was gesagt, ne? So wegen Elektriker und so, ne? Wäre möglich. Ja, mittlerweile könnte man behaupten, dass unvorsichtige Elektriker öfter zu leitenden Personen werden. Ja, zu leitenden Mitarbeitern. Ja. Das ist tatsächlich so. Im doppeldeutigen Sinne? Ja. Oh. Aktuell bin ich alleine in der Firma. Dementsprechend muss ich alleine irgendwie gucken, dass ich da klarkomme. Oh, ist das ein geiles Gerät, ey. 650 PS. Können schon was. Ich hab nur 400, glaube ich, oder so. 500, keine Ahnung. Ich hab mir gedacht, wenn dann, ne? Ich lasse den hier schon gut aus. Dann die Alu-Schaufel nehmen und auf die Kacke hauen. Oh, aber der GPS kommt nicht so gut damit klar, ne? Ja. Mit der Raupe? Muss er halt schon im richtigen Zeitpunkt Steuerung W drücken. Muss er einmal ausrichten und dann kannst du losfahren. Deswegen habe ich ja keine Raupe. Naja, wenn man Micmap gespielt hat, Blösshügelland gespielt hat, dann kann man's. Ja, genau. So wie ich. Und kann's Kartoffeln auch angesät. Und ja. Scheiße gemacht. Ja, was haben wir da auf Lost-Hügel an Scheiße gebaut? Ohne Witz. Das war doch dann auch mit dem Addon noch, mit Holmer, ne? Oh ja. Kias und ich haben die Rüben vernichtet. Was ich natürlich am geilsten fand hier, ich glaube es war noch auf dem Commi-Server sogar.
9 Meter, ein 8R, Saatguttank, Düngertank und diese Pronto. Und dann... Nach 2,5 Stunden war ich fertig mit Feld 9. Lexi joint gerade den TS. Wollen wir den mal herholen? Unfreiwillig? Nee, nicht unfreiwillig, das ist doof. Der war noch nie so ein Mensch, der gerne unfreiwillig in Aufnahmen war. Jetzt spielt er wieder GTA. Der ist auch im RP versunken. Was macht man bei GTA so aktuell? Weil eigentlich GTA 5 an sich ist ja eigentlich schon durch, ne? GTA Roleplay, ne? Also okay. Rollenspiel. Gibt extra Mod, quasi. Roleplay-Mod. Und das ist geil? Das ist geil. Bloß ist ab 18. Weswegen ich nicht mit Neil spielen kann. Was wiederum nicht so cool ist. Hat der Noob kein GTA, Doch, hat er. Er darf aber nicht auf dem Server spielen, weil die alle ab 18 sind, weil Spiel ab 18. Ist doch egal, oder? Nein, was? Ist nicht egal. Habe ich jetzt natürlich nicht gesagt. Und der eingetragene Vereine. Wir müssen sich leider an so einen Scheiß halten. Hat einerseits Vor-, andererseits Nachteile. Ja. Dann können aktuell ziemlich keiner an der Karre pissen. Oh, der zieht sich hier gerade schlanke 100 Liter die Stunde rein. Ach, da bin ich ja noch sparsam. 70 Liter. Meiner schlürft so 40. Ach ja, gut, ihr habt doch kleine Gerätchen, ne? Ihr habt zusammen knapp so viel Leistung wie ich, so quasi. Gefühlt. Stimmt doch gar nicht. Doch, bei Roller. Was? 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 Wie bist du denn? Ich hab ne Meise. Ach du Scheiße. Also ein 12 Meter Joker, gut, den habe ich auch auf der Farmcon in Action gesehen, ne? Mit einem Quad-Track davor. Ich hab letztens schon mal mit Nils drüber geredet. Ich wollte ja mal zu Nils fahren, ne? Problem ist, meine Mutter gibt mir ihr Auto nicht dafür. Weil das Auto überlebt diese Strecke nicht von 400 paar kaputte Kilometer. Nimm doch deinen Corsa. Ja, geht ja nicht, bekomme ich ja nicht. Ach, das wäre deiner. Nicht meiner, ist der von meiner Mutter. Scheiß Teil. Problem ist, da ich, wenn ich mir keinen Wagen nehmen kann, muss ich mir einen mieten. Was denkt sich der Nobi? Ja. Wenn ich mir schon Auto miete, dann Elektro. Ne? Schön Tesla. Für einen Monat. Was für einen Monat? Da bist du bestimmt ja. Tausender los oder so. 1900 und ein paar kaputt. Alter, das kann er doch nicht machen. Kannst du aber besser dich in Zug setzen, von dir aus zum Nilinor runterfahren und dich vom Nilinor mit seinem Brummrad am Bahnhof abholen lassen. Außerdem will ich sowieso mal Tesla fahren. Weil über längere Zeit. Also wäre mir das Geld nicht wert. Ah, aber 2003 Kilometer und hast du nicht gesehen, ne? Ja gut, 2003 Kilometer, ich fahre mehr im Monat. Damit komme ich nicht durch den Monat. Aber wie gesagt, ne, ich müsste halt Model S mieten, ne? Ja, was gibt's auch sonst? In Deutschland gibt's noch fast keine Model 3 und wenn dann nur Vorführer. Es gibt Model 3 zu mieten. Ja, von iNext oder was? Next Move. Next Move, genau. Ja. Das ist zwar aktuell noch ein bisschen in der Promo drin, aber man könnte es rein theoretisch mieten. Die haben 3 Stück, glaube ich. Aber die nach Europa ist die Auslieferung ja doch eher schleppend. Ja, wobei es läuft ja eigentlich alles planmäßig. Angeblich. Ja, ist wirklich so. Wenn du dir anguckst, die haben schon 100.000 dieses Jahr davon gebaut. Ah. Ihr und eure Teslas, ey. Lass da mal eine 2 vorne stehen, dann kommt so langsam Deutschland mal dran. Ja, also ich glaube, erstes Quartal 2019 ist angekündigt. Ja, die produzieren ja auch pro Woche, glaube ich. 5.000. 5.000 und mehr aktuell. Also in einer Woche müssen sie wieder die Monatszahlen veröffentlichen. Wenn ja, ich glaube, Bloomberg haben sie die letzten paar Wochen immer noch so die 4.500, 4.700. Ist immer noch sau viel, wenn du überlegst, dass die gerade erst die Produktion hochfahren. Ja, die fahren schon seit einem Jahr hoch. Ja, aber es ist halt auch ein langwierigerer Prozess, ne? Ist das dritte Auto oder vierte Auto von dem Hersteller. Und das dritte, was in Serie produziert wird. Das parallel gebaut wird. Auch noch, ne? Ja, und dann kommt ja noch die Modell, also das Y, ne? Das Y-Modell. Das haben die nicht angekündigt. Ja, noch nicht offiziell.
Aber inoffiziell wird es halt ein SUV auf Model 3 Basis. Was wiederum geil wird. Was bestimmt viele ziemlich cool finden. Ich bin jetzt ja nicht so der SUV-Mensch. Ja, auch nicht. Aber sieht bestimmt nicht schlecht aus. Ich meine, ich finde ja ein Model X finde ich ja schon geil. Muss ich ja schon sagen, ne? Bin nur egal wohin mit dem Model X auftauchst, du bist halt King Dingeling. Das Weil Ding ist halt auch einfach riesig, ne? Das Ding ist riesig und es hat Flügeltüren hinten. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie beim Model X Facelift, was ja dann wahrscheinlich so 2021, 2022 kommen wird, ob sie die Flügeltüren drin lassen. Weil vom Wartungsaufwand, was man so hört, die sind halt doch schon ein bisschen anfälliger als eine normale Tür. Aber es ist halt auch super platzsparend, ne? Das muss man echt sagen. Ja. Und gerade wenn du so ein Schiff hast. Ich glaube, weil der nächsten Generation S und X wird auch dieses Zentraldisplay so sein wie beim Model 3. Ja, ich gehe mal von zwei Displays aus, da. Ich glaube, dass sie ja zu dem Model 3 anpassen. Ja, der Model 3 ist jetzt Stand 2017, 2018, aber wenn die 2020 neu rausbringen und außerdem ist das halt nochmal eine Fahrzeugklasse höher, ne? Da werden sie schon mal irgendwie noch was krasseres machen. Vielleicht machen sie einfach ein größeres Mal, man weiß es ja nicht, ne? Aber dieses Lüftungssystem, was das Model 3 hat, ne, das ist halt schon revolutionär, ne? Das ist geil, ja. Ja, da kann man generell gespannt sein. Man munkelt ja, dass dann auch ungefähr 200 Kilowattstunden im Akku in der Größe gehen müssten, technisch. Aber David? Ja? Weißt du, was mein Gehirn sich so munkelt? Dass die Folge zu Ende ist? Ja, genau. Eben. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao!